So Leute, wir gehen jetzt mal langsam in den Jahresrückblick. Und zwar habe ich gerade schon mal geguckt, was ich so auf Instagram für kleine Erinnerungen mir wieder angucken kann. So sah das vorher mal aus hier. Schon krass verändert irgendwie. Also das Pult, das hatte ich als erstes gebaut. Auch hier ganz monkmäßig mit Kabellage und sowas. Ich glaube, das erkennt man jetzt gerade gar nicht so richtig. Hier einfach nur zwei Akustikabsorber als Schaumstoff. Die Flagge, die hängt zweimal noch hier angeballert. Hier, also hier so ein Strahler. Hier unten sieht man an der Ecke noch ein bisschen was. Da unten an der Ecke. So sah das hier vorher aus. Ich weiß gar nicht, hatte ich ein Nachherbild als solches mal irgendwo hier noch, dass man direkt einmal vergleichen kann. So sieht das inzwischen halbwegs aus. Hat schon einen Unterschied, ne? Schon krass. Aber meine Monkigkeit immer noch. Akkurat verkabelt hier. Ja, wie gesagt, ein Jahr Twitch. Ihr wollt mit euch mal ein bisschen gucken, was in dem einen Jahr so passiert ist. Das war, glaube ich, das letzte Mal, als ich nur auf YouTube gestreamt habe. Das war 9.1. Die Woche drauf war ich bei den Gisa Brothers zu Gast. Das war auch richtig wild. Kuss geht raus an dieser Stelle. Lange Fahrt darunter. Aber es war sehr nice. Sehr lustig. Die beiden Jungs kenne ich auch schon seit, ich weiß nicht, ich schätze 2010 ungefähr. Wir waren damals zusammen bei Artbase unterwegs. Oder ich war ja seit der ersten Stunde von Artbase FM dabei. Die beiden kamen irgendwann dazu. Und die haben halt damals schon auch sehr aufmerksam gemacht, weil die halt selber auch produziert haben, auch geile Sachen rausgebracht haben. Und so sind die dann halt auch mal mit ins Line-Up gekommen zu den Events in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und da haben wir uns halt irgendwann das erste Mal richtig kennengelernt. Wir haben uns aber damals bei Hardbase immer schon gegenseitig supportet, gegenseitig unterstützt und war irgendwie auf Anhieb mal direkt eine Wellenlänge. Ja, und als wir die ersten Male uns dann wirklich live persönlich kennengelernt haben auf irgendeiner Turbinenhallen-Event-Geschichte, haben wir uns so schön eingebechert. Und da haben wir uns quasi kennen und lieben gelernt und seitdem begleiten wir uns gegenseitig musikalisch hier und da. Und die beiden natürlich immer noch ein bisschen anders unterwegs als ich. Die haben zum Beispiel schon Tracks auf Lucid Music rausgebracht, auf dem Label von Illusion, sind auf den größeren deutschen Events eigentlich immer mit dabei, nicht mehr wegzudenken. Legendär war auch noch, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, es war Silvester 2012 auf 13, irgendwie sowas. Oder Silvester 11 auf 12, keine Ahnung. Im Gigapark in Dülmen. Jungs, falls ihr das hier irgendwann mal seht, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Es war legendäre Weltklasse. Mit Eric SSL, mit hier Sunny Marleen. Und wer war da noch alles am Start? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich im Anzug, weil war ja Silvester, rotzevoll und habe dann hier einen auf Manager gemacht, so auf Spaß halber. Es war so lustig. Wir haben schon im Hotel übelst vorgeglüht. Dann Gigapark weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr alles so wirklich. Das ist doch das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass da irgendwelche halbnackten Weiber in so einem Pool irgendwie in der Main unterwegs waren. Und die Jungs dann halt später irgendwann aufgelegt haben. Aber ich glaube, es war eine andere Area. Und dann nochmal die After-Show-Party quasi im Hotel, haben uns auch nochmal richtig an reingeknüppelt. Wir haben dann eine Flurparty gemacht im Hotel. Bis morgens um 8, halb 9 oder so, keine Ahnung. Das war legendär, richtig Weltklasse. Und ich weiß noch, dass der ein oder andere da vielleicht die Gelegenheit hätte nutzen können, das ein oder andere vielleicht zu erleben, aber einfach eingepennt ist. Und ich meine nicht mich selber dabei. Kuss geht raus an dieser Stelle. Wild. Richtig geil. Ja, auf jeden Fall, der Stream war auch mega nice. Ich weiß, als ich da angekommen bin bei den beiden, Gratian hatte noch ein bisschen was zu tun. Ich war mit Gerrit unterwegs, hat mir ein bisschen deren Hut gezeigt. Lindenfels, kleines hessisches Dörfchen, sehr hübsch.
Und ja, zur Begrüßung standesgemäß natürlich erstmal ein Bierchen aufgemacht. Dann lokale Kulinaritäten wurden mir dargeboten in Form von 0,5er Bembel. Schönen Apple Boy haben wir uns reingefeuert. Professionell wie ich war, habe ich mir natürlich eine Nahrungsgrundlage geschaffen, was die beiden irgendwie nicht so für nötig gehalten haben. Ich habe mir schön dicke Pizza reingeschmatzt. Die wollten eigentlich auch die ganze Zeit immer noch was essen, haben es aber irgendwie nicht gemacht, warum auch immer, keine Ahnung. Da war ich mit Gerrit, war ich dann noch oben auf so einer Burg. Mega geiler Ausblick. Ich weiß gar nicht, hatte ich da ein Bild zu gepostet? Nee. Ich glaube, in irgendeiner Story hatte ich das. Und dann haben wir uns da noch die ein oder andere Bembel reingenascht, bevor wir überhaupt angefangen haben zu streamen. Also ich weiß, dass wir um 7:30 schon gut bedient waren. Und gegen 8 haben wir dann angefangen. Ich glaube, um 9 habe ich angefangen, dann die Decks zu übernehmen. Hab noch ein geiles Rough State Set hingeballert. Und ich weiß nicht, ob ich dann nahtlos weitergemacht habe, aber ich weiß, dass ich später auf jeden Fall noch Happy Hardcore in der ganzen Zeit gespielt habe. Und das war auf jeden Fall wild. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze noch ging. Auf jeden Fall bin ich dann da irgendwann auf die Couch gegangen, hab da gepennt und bin dann morgens dann wieder zurück nach Hamburg gefahren, bevor die überhaupt aufgestanden sind. Man kennt ihn, Klassiker. Oh. Das war noch von unterwegs irgendwo. Das war die Hinfahrt, da sah ich noch frisch aus. Rückfahrt sah ich anders aus. Ja. Ja, eine Woche später war dann die erste Sendung auf Twitch. Hier unten steht sogar noch YouTube und Twitch. Da war dann Slicey bei mir zu Gast. Auch richtig stabiler Typ. Und da haben wir dann auch, ich weiß gar nicht, haben wir da auch, ja doch, hier steht es ja um 20 Uhr angefangen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie lange wir da gemacht haben. Da haben wir auf jeden Fall gut Gas gegeben. Deshalb, hier steht es ja nochmal 23.01.21 war die erste Show auf Twitch. Und jetzt Samstag ist, glaube ich, der 22. Ja, genau. Deshalb jetzt Samstag nochmal Erinnerungen, feiern wir ein Jahr Twitch. Würde mich also freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Oh, hier ist sogar noch ein Bild von dem Abend, wo ich da war. Ich glaube, das war kurz bevor ich aufgelegt habe. Es war auf jeden Fall legendär. Genau, Mitya war dann auch noch hier. Kurs geht raus. Das war am 30. Januar. Da warst du da nicht das. Doch, da warst du das erste Mal hier, wo wir dann zusammen bei mir aufgelegt haben. Ne? Genau, weil bei mir war ja noch alles neu. Nice. Da haben wir immer noch parallel gestreamt, YouTube und Twitch. Bis wir dann halt YouTube irgendwann haben sein lassen. Weil das halt so oft immer abgekackt ist. Aber, ja, guck mal hier, da habe ich noch nicht mal einen Bart gehabt, ey. Da sah ich noch anders aus. Und dann habe ich hier angefangen, mein Studio umzubauen. Erstmal alles abbauen, was hier rumstand. Haare nicht gemacht, scheiß drauf zu Hause, wenn man los wird, ist er Latte. Alles abgebaut, nach und nach aufgebaut. Und so sah das denn aus. Naja. Sogar hier, das habe ich auch immer noch. Achtung, Kamera. Habe ich schön mit hier mit Malerband, Kreppband, wie das heißt, abgecheckt mit dem Kamerablickwinkel, ab wann man im Bild ist. Und ab hier hinter ist man dann auch im Bild. Ja, da war Brudi dann am Start. Ja, genau, Karneval Edition war auch ein Highlight. 13. Februar. Heide Witzka. Ich glaube, ich habe hier sogar noch irgendwo ein kleines Video gepostet. Das können wir uns gleich auch noch mal kurz reinziehen. Da weiß ich noch, da habe ich hier alles Mögliche dekoriert mit Luftballons und alles in Orange und so ein bisschen auf Holland-mäßig, Holland-Style gemacht. Und da lief dann auch komplette Abend nur wilde, lustige Sachen. Also so Party-Hardstyle, so Mallorca-Karneval-Sachen. Alles auf Hardstyle getrimmt. Später war da auch noch irgendwie French dabei. Also das, was ich noch weiß, war sehr lustig. Genau, hier war ich noch ein bisschen am Dekorieren. Wir taten hinterher so die Fresse wegen von den Luftballons aufpusten, ne? Wild. Können wir uns nochmal geben. Mit Kostüm, alles am Start. Dekoration on point. Ja,
War das lustig, ey. Hier noch mit Bierkönig-T-Shirt. Mit Bierkönig-T-Shirt on point. Also das war echt witzig. Das war richtig lustig. Mit der Sonnenbrille habe ich zwar nicht so viel gesehen, aber es war egal. Ja, Februar war das erste Mal Petronic hier am Start. Und zusammen aufgelegt haben. Der hässliche Kopf. Ein Spaß, Kuss geht raus. War auch sehr lustig, haben uns gegönnt. Ich weiß gar nicht, war das der Abend, wo Tesla ja noch mit am Start war und Technik aufgebaut hat? Nee, ne? Nee, ich glaube, das kam später irgendwann. Ja. Tesla Jan war zwischendurch auch nochmal da, hat noch Technik mitgebracht. So, das zwischen, so sah das hier zwischendurch dann mal aus. Auch ganz entspannt. Da war hier am Rand noch so eine, die Akustikabsorber, die ich aufgestellt hatte, so als Deko. Inzwischen habe ich die Ecke noch ein bisschen weiter ausgebaut. Genau, hier war Tesla Jan am Start. Warte mal, 27. Februar. Ja, das kommt hin. Ja, da hat er noch ein bisschen was mitgebracht mit Kamerafahrt und hier und Licht und hast du nicht gesehen. Das war Niceness. Ja. Große Investitionen, Kamera für, ich weiß nicht, was die kostet. Auf jeden Fall braucht die danach einen Schnaps. Richtig wild war auch St. Patrick's Day. Im März war das nächste Highlight. Grafik fand ich persönlich mir auch gut gelungen. Aus einem Standardbild, was ich irgendwie immer nehme. Dann nochmal wieder was anderes rausgemacht. Flupp in der Schnauze, Hut aufgesetzt und ab geht die wilde Fahrt. Da habe ich auf jeden Fall lange gesucht, das weiß ich noch. Nach irgendeinem irischen Kram, der irgendwie in Hardstyle oder French oder sowas ging. Ich hatte von Peacock ein paar Sachen gefunden und von noch irgendwie ein, zwei Frenchcore-Sachen. Aber Hardstyle in Irish irgendwas war ganz schwer zu finden. Auf jeden Fall hatte ich dann so ein bisschen wieder Party-Hardstyle geballert und solche Sachen. Und das war auf jeden Fall auch mega lustig. St. Patrick's Stream. Das war auch wild. Genau, im März war ich noch zu Gast beim lieben Kaishi. Einfach mal bei Kyle Kane vorbeischauen. Auch richtig lieber Typ. Und dann ging es auch schon mit dem Osterstream weiter. Der war auch noch mal anders wild. Ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß noch, dass ich hier diese Hasenohren, die kann man bei Amazon so zum Aufstecken bestellen. Oder wo auch immer. Hatte ich bestellt, kam aber nicht rechtzeitig an die Kackdinger. War aber nicht schlimm, weil Photoshop hat dann geregelt. Hier steht auch noch Trash und Party Hearts. Ja. Wir haben uns da so eingegönnt. Es war einfach nur lustig. Ich weiß auch nicht, bis wann wir gemacht haben. Es war auf jeden Fall nicht 24 Uhr. Das ging ein bisschen länger, das Ganze. Heide Witzka. Das war richtig wild. Osterstream. Genau, ich glaube, hier steht sogar noch, dass sie. Genau, better late than never. Hier kamen die Dinger dann an. So sah das Ganze dann aus, aufgesteckt. Hier hing sogar noch ein bisschen Osterdekoration. Also das hier, das Foto war nach dem Stream irgendwann ein paar Tage später. Aber die Deko hing noch. War auf jeden Fall Niceness. Ja. Tanz in den Mai haben wir auch gefeiert. Waren wir da nicht sogar, genau, da haben wir sogar früh angefangen, aber es war ein Freitag, 18 Uhr, genau. Weil Tanz in den Mai war halt nun mal dieses Jahr auf dem Freitag. Oder letztes Jahr vielmehr. Stimmt, da haben wir noch Hands Up Classics gespielt und so eine alten Sachen. Das war richtig nice. Richtig geil. Und dann ging es natürlich, wie es dann so ist mit Nexus und mir, ist dann halt irgendwann wieder ausgeartet mit Trash Party Hardstyle und Frenchcore. Man kennt ihn. Ich glaube, da hatten wir auch noch den einen oder anderen Mexikaner am Start. Ja, irgendwann später waren dann im Mai, waren dann die beiden von der Tankstelle halt auch noch mit am Start. Da haben wir zu dritt Gas gegeben. War auch richtig lustig. Bisschen Mallorca, ein bisschen Urlaub gegönnt. Mit dem Baba-Sommerhemd überhaupt. Aftershock, Base Control war auch richtig geil. Endlich mal wieder draußen. Genau, es war am 9. Juli. Da ging es dann draußen mal wieder richtig los. War auch richtig nice. Auch mega cooler Typ, muss man auch sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so locker drauf ist. Ja, das, man sieht ja hier, man hatte die diversen Male Petronic und Nexus D immer bei mir zu Gast. Dadurch, dass ich halt nicht so weit weg wohne, hat jetzt halt immer angeboten. Base Control mit Randy war dann im August.
Da war auch nochmal richtig Abriss auf der Expo Plaza, war auch nice. Dann haben wir den ersten 12-Stunden-Stream, den allerersten überhaupt, mit Igniter, Inner Demon, Slicey und Reframed, aka Nexus D und Nikit. Das war auch anders will, 21. August ab 12 Uhr. War das vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub? Es war vor dem Urlaub, war das. Ja, das war vor dem Urlaub, genau. Mein Urlaub war Anfang September irgendwann. Das war vor dem Urlaub. Da haben wir nochmal richtig Gas gegeben. Vielleicht ist der ein oder andere da beim nächsten Zwölfer wieder mit dabei. Und wir hatten ja auch eigentlich vor, einmal pro Quartal einen Zwölfer zu machen. Das hat im letzten Quartal leider nicht geklappt. Aber diesmal dann halt direkt im ersten Quartal sind wir wieder am Start. 19. Februar, ich kann es nicht oft genug sagen. 19. Februar ab 12 Uhr geht es hier wieder richtig zur Sache. 12 Stunden Sachen und Dinge und Bier. Ja, da war ich mit Nexus auf Malle, haben wir ein bisschen Party-Mali gemacht, alles unsicher gemacht. Danach haben wir eventuell nochmal ein bisschen hier einen wilden Abend gehabt. Da war noch Mara und Mitya, glaube ich, noch mit am Start. Habe ich irgendwie gar keine Grafik zu, da weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war das noch ein lustiger Abend, da war. War das der Abend? Oder ist das ein Foto vom 12er-Stream? Das könnte ja auch sein, dass das noch ein Foto vom 12-Stunden-Stream war, weil ich überlege gerade, ich meine, da war hier Björn Ender Demon war auch mit dabei und sowas. Und da haben wir noch auf dem Balkon gechillt. Und das war, ja, ich glaube, das ist vom 12-Stunden-Stream entstanden, das Foto, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann auf Malle ja übelst abgemault, sodass dann, hier kann man es besser erklären. Hier geht der Schlüsselbein lang und hier an dem Eckgelenk sind Bänder, die das Schlüsselbein in Position halten. Und dieser Knubbel hier, das ist hier eigentlich der Endpunkt vom Schlüsselbein, der war einfach mal ungefähr hier oben. So. Es gibt dazu noch ein YouTube-Video, da ist noch ein bisschen was dazu erzählt. Wenn ihr Bock habt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch reinziehen. Ja, das vierte Quartal war dann leider auch ein bisschen ruhig, dadurch, dass ich halt die Verletzung hatte und nicht viel machen konnte. Habe ich dann den ja, X-Mist-Stream mehr oder minder alleine gemacht. Paddy war noch zwischendurch mal da, Nexus war zwischendurch noch mal da. Genau, der Adventstream und den Jahresrückblick, den hatte ich dann zu Weihnachten gemacht, den Xmas-Stream. Der war auch mega nice, hat auch richtig Spaß gemacht, auch ab 18 Uhr direkt geballert. Der kam auch sehr gut an, hätte ich auch nicht gedacht, aber zu Weihnachten fetzt eigentlich immer. Ja, so war das Jahr 2021. Im Prinzip finde ich das Beste draus gemacht, mit den Möglichkeiten, die man so hatte. Ja, das war genau, Mitya, das war im Stream. Das Beste draus gemacht, was man so hatte. Ich bin auch sehr froh, muss ich sagen, dass ich hier ein bisschen Kohle reingesteckt habe in die Technik hinter mir. Weil so hat man halt sein Hobby und das, was einem Spaß macht, immer griffbereit. Und so wie letzten Samstag, wo ich dachte, was mache ich jetzt noch, bis Stream losgeht? Bisschen langweilig, war auch nicht so gut drauf irgendwie. Ah ja, weißt du was, dann kannst du direkt schon mal loslegen. Scheiß drauf. Stream angemacht, ein bisschen Mucke. Und dann ging es einem direkt besser. Ein bisschen Naschi Naschi. Und dann lief das Ganze.